Drei Dinge, weswegen sich Männer von dir distanzieren, obwohl ihr euch bisher sehr gut miteinander verstanden habt. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Darius Kamadeva und in diesem Video möchte ich dir, wie gesagt, drei Dinge mit an die Hand geben, die dir wahrscheinlich dabei helfen werden, Männer besser zu verstehen und dafür zu sorgen, warum Männer sich, dafür zu sorgen, dass Männer sich nicht mehr von dir distanzieren wollen. Um zu verstehen, was diese drei Dinge sind und um die komplette Tiefe dieser drei Dinge zu erfahren, ist es wichtig, dass wir uns erstmal ein bisschen Gedanken darüber machen, wie ticken Männer überhaupt. Und es gibt viele verschiedene Erklärungsmodelle, die versuchen herauszufinden und greifbar zu machen, warum Männer so sind, wie sie sind und warum Frauen so sind, wie sie sind. Es gibt auf der einen Seite natürlich evolutionäre Erklärungsmodelle, es gibt kulturelle Erklärungsmodelle, es gibt sozialpsychologische Erklärungsmodelle, es gibt gesellschaftliche Erklärungsmodelle, dann gibt es natürlich auch noch Prägungen durch Familie, durch größere Brüder, durch das Internet und all diese ganzen Sachen. Und ich glaube, dass keines dieser einzelnen Erklärungsmodelle für sich alleine genommen die Wahrheit ist, sondern dass es eine Mischung aus all diesen verschiedenen Gründen gibt. Natürlich sind Männer evolutionär bedingt mit bestimmten Eigenschaften ausgestattet und Frauen sind mit bestimmten Eigenschaften ausgestattet. Allein schon körperliche Unterschiede gibt es nun mal, ob das jetzt die Testosteronproduktion ist und die Östrogenproduktion, ob das die Größe, die Schwere ist, ob das kulturelle Sachen sind, wie dass Männer in vielen Gesellschaften in den letzten Tausenden von Jahren immer Führungspositionen hatten, was nicht zwangsläufig berechtigt gewesen ist, aber die hatten sie. Dadurch haben sich natürlich gewisse gesellschaftliche Entwicklungen ergeben und so weiter. Jedenfalls eines der Erklärungsmodelle, das für mich persönlich sehr gut funktioniert, um Frauen zu erklären, warum sich Männer distanzieren, ist das evolutionäre Erklärungsmodell. Und da speziell die Behauptung, ich kann es nicht nachprüfen, aber für mich funktioniert das Modell sehr gut, dass Männer in der Steinzeit eher Jäger gewesen sind und Frauen tendenziell eher Sammler. Natürlich gab es immer ein paar Ausnahmen, wo ich verallgemeinere, damit es ein bisschen einfacher ist. Männer sind Jäger gewesen und als Jäger hatten sie die Aufgabe, ihren Stamm, ihre Familie, ihre Sippe eben mit Essen zu versorgen. Und wenn ein Mann kein guter Jäger war, dann war er nicht so wirklich sinnvoll für die Sippe. Das heißt, er hat innerhalb dieser Sippe kein hohes soziales Ansehen genossen und hat deswegen auch nicht so viele Fortpflanzungsoptionen bekommen. Das heißt, seine Gene haben sich tendenziell eher nicht so gut verbreitet wie die von den guten Jägern. So sagen die Evolutionstheoretiker oder manche zumindest. Und das hatte zur Konsequenz, dass Männer eben sehr gute Jäger geworden sind, dass sie die Fähigkeiten ausgebildet haben, um gute Jäger sein zu können. Natürlich haben diese Fähigkeiten auch Frauen, aber der einfache Teil war, haben Männer diese Fähigkeiten ausgebildet. Was sind diese Fähigkeiten? Naja, sowas wie Aggression, sowas wie Dominanz, aber auch sowas wie Fokus. Das heißt, Männer haben ihren Fokus auf ein kleines Ziel gerichtet und sind daraufhin jagen gegangen, um dieses Ziel zu bekommen. Frauen hingegen haben eher ein relativ weites Sichtfeld gehabt, um möglichst viele Beeren finden zu können, Früchte finden zu können und so weiter, Sachen zu sammeln. So die grundlegende, stark vereinfachte Theorie. Wenn ein Mann jetzt vor diesem großen Problem steht, er will eben die Sippe mit Essen versorgen, dann ist das seine wichtigste Aufgabe. Wenn er das nicht hinkriegt, sterben alle. Das heißt, er wird automatisch, und das ist über die Laufe der Jahre passiert, so sagt man, eine Fähigkeit entwickeln, die man Dissoziation nennt, also sich von anderen Dingen abzugrenzen, um sich auf eine Sache fokussieren zu können. Das heißt, er distanziert sich von diesem ganzen sozialen Miteinander, wer ist gerade schwanger, wem geht's wie und so weiter, um jagen zu können, weil wenn er das nicht hinkriegt, kann er sich nicht vernünftig um seine Familie kümmern. Diese Freiheit, die der Mann braucht, diese emotionale Freiheit, damit er sich fokussieren kann, ist sehr wichtig. Und das ist ein Überbleibsel aus dieser Zeit noch. Wenn ein Mann heutzutage vor einem großen, unlösbaren Problem steht oder aus seiner Sicht in dem Moment unlösbaren Problem, dann bekommt er
fast zwangsläufig das Bedürfnis, sich zurückzuziehen. Warum? Naja, er möchte sich zurückziehen, um sich von den ganzen emotionalen Sachen ein Stück weit zu distanzieren, um sich fokussieren zu können auf die Lösung des Problems, was ihn gerade beschäftigt. Und das ist auch genau der Grund, weswegen viele Männer, die gerade beruflich viel zu tun haben, die vielleicht privat viel zu tun haben, die vor größeren Herausforderungen in ihrem Leben stehen, warum die sich oftmals nicht so ganz emotional binden können. Ganz einfach, weil die Lösung des großen Problems für sie noch so viel Platz in ihrem Kopf, Geist, Herz, wo auch immer überall einnimmt, dass sie kaum Platz haben für andere Sachen. Dann kannst du ihn auch nicht dazu zwingen, sich auf dich einzulassen. Du kannst ihn nur dabei unterstützen, sich den Freiraum zu nehmen, sich die Zeit zu nehmen, über dieses Problem nachzudenken, bis er es gelöst hat. Und diese grundlegende Dynamik muss man erstmal verstehen, um zu verstehen, warum diese drei Dinge, warum Männer sich von dir distanzieren, eben so essentiell sind. Der erste Grund, haben wir eben schon drüber gesprochen, ist, wie gesagt, naja, er hat gerade einfach gewisse Dinge, die in seinem Kopf sind, die ihn sehr, sehr stark beschäftigen, die ihn sehr, sehr stark belasten einfach auch. Und du kannst diese Dinge oftmals in 99% der Fälle nicht für ihn lösen. Viele Frauen haben das Bedürfnis, es trotzdem zu tun, was allerdings eher daraus herrührt, dass sie ein Helfersyndrom haben, und weil sie eben ein Helfersyndrom haben, werden sie immer an Männer geraten, die gerade viele Probleme haben, damit sie dieses Helfersyndrom überhaupt ausleben können. Das heißt, sie suchen sich unbewusst, manchmal auch bewusst, aber meist unbewusst, irgendwelche Opfermänner, um mit diesen Opfermännern in Beziehung zu gehen, um diese Opfermänner gesund zu machen, heile zu machen, zu fixen, denen eben zu helfen, weil sie eben dieses Helfersyndrom haben und sich nur geliebt, gewertschätzt fühlen, wenn sie jemandem helfen können. Das ist aber eine ungünstige Dynamik, denn sie werden immer an Opfermänner geraten, die werden immer Probleme haben und das wird einfach ein ewig währender Kreislauf sein. Sollte man sich von distanzieren, gibt es ein paar schöne Sachen zu, die man machen kann, wenn man diesem Phänomen unterliegt. Haben wir an dieser Stelle allerdings nicht die Zeit, darüber zu sprechen. Der zweite Grund, warum Männer sich von dir distanzieren, ist, dass du nicht dazu in der Lage warst, genug Spannung aufzubauen, genug Leidenschaft aufzubauen, genug sexuelle Leidenschaft aufzubauen oder genug auch emotionale Leidenschaft aufzubauen, dass der Zug hin zu dem Mann, beziehungsweise von dem Mann hin zu dir, der ist nicht stark genug gewesen. Diese Anziehung war nicht stark genug. Und das ist etwas, was du sehr oft fixen kannst, wenn du lernst, wie das geht. Unter anderem gibt es unterhalb dieses Videos einen Link zu meiner Webseite. Da findest du einen gratis Report mit 10 Tipps, wie du einen Mann verliebt in dich machen kannst. Den sollst du dir unbedingt holen. Ist hier unten unterhalb des Videos in der Beschreibung. Absolut kostenlos. Kannst du dir ziehen. Da gebe ich dir 10 Tipps, wie du dafür sorgen kannst, dass ein Mann sich eher in dich verliebt. Aber das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du diese Anziehung eben nicht aufbauen kannst, dann wird es nicht funktionieren. Und der dritte Punkt, der auch sehr, sehr entscheidend ist, über den viele Dating-Coaches eben nicht sprechen, ist, er steht halt einfach nicht auf dich. Der Mann hat keine Lust auf eine Frau wie dich. Das hat nichts mit dir speziell zu tun, sondern dass er diese Art von Frau, die du bist, nicht haben möchte. Das kann sein, dass ihr unterschiedliche Lebensvorstellungen habt, das kann sein, dass er andere optische Voraussetzungen hat, dass du bist vielleicht groß, er steht eher auf kleine Frauen, du bist vielleicht blond, er will eher eine braunhaarige Frau und so weiter und so weiter. Das sind zwar nicht so super tiefgreifende Dinge oftmals, die da den entscheidenden Faktor machen, aber sind halt dennoch sehr, sehr wichtige Sachen. Und manchmal springt der Funke zwischen zwei Menschen einfach nicht über. Dann kann es sein, dass der Funke von der einen Person zur anderen übergesprungen ist, aber eben nicht in die andere Richtung. Wenn das der Fall ist, dann kriegt man das allerdings meistens mit. Zumindest dann, wenn man sich selbst hinterfragt, wenn man selbst ein bisschen differenziert und wenn man dem Mann nicht hinterher rennt, weil man oder nur hinterher rennt, weil man verliebt in die Idee, eine Beziehung zu haben ist, sondern tatsächlich in den Mann. Viele Frauen sind verliebt in die Idee, eine Beziehung zu haben, und sobald dann ein halbwegs passender Mann kommt, schmeißen sie sich direkt auf ihn und bleiben nur noch bei diesem Mann, verschenken all ihre Zeit, Energie und
Emotionen an diesen Mann und der Mann erwidert das eigentlich gar nicht. Sie kriegen es aber gar nicht mit, weil sie so verliebt in die Idee sind, eine Beziehung führen zu können, dass sie eigentlich gar nicht richtig in Verbindung mit dem Mann gehen. Das kann natürlich auch sein, dass du es dann nicht mitbekommst, wenn der Mann einfach nicht auf dich steht, aber im Normalfall solltest du es auf jeden Fall mitbekommen. Du kannst natürlich auch, wenn der Mann nicht auf sich steht, noch relativ viele Sachen machen, indem du ihn besser verstehst, indem du herausfindest, was ist ihm denn überhaupt wichtig, um darüber eine Connection aufzubauen, eine Verbindung aufzubauen. Du kannst gleichzeitig lernen, wie du dich besser selbst darstellen kannst, wie du von dir aus kommunizieren kannst, damit du aus der Sicht eines Mannes in das bestmögliche Licht gerückt wirst. Da gibt es natürlich auch viele Sachen, die man machen kann. Und du kannst natürlich auch an deinem generellen Auftreten, an deinem Selbstwert und der Art und Weise, wie du mit Männern flirtest, arbeiten. Und das wird deine Erfolgschancen bei Männern massiv erhöhen. Wie gesagt, gibt es unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung einen Link zu meinem kostenlosen E-Book. Falls dir dieses Video gefallen haben sollte, dann tu mir doch bitte den Gefallen, schick dieses Video an all deine Freundinnen. Ich bin mir sicher, dass sie auch daraus noch einiges lernen können. Es ist super einfach, kopiere einfach den Link, schick ihn per WhatsApp, Facebook, YouTube. Es gibt ja auch in YouTube so eine Teilen-Funktion. Schick es an alle Frauen, die du kennst, für die das wichtig sein könnte. Ich möchte möglichst vielen Frauen helfen. Schreib mir in die Kommentare, wie du das Video gefunden hast, wie dir das Video gefallen hat. Abonniere meinen Kanal, gib dem Video eine positive Bewertung und wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Bis dahin, alles Gute.